So, weiter geht's heute mit der nächsten Mission und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir machen weiter heute mit der angemessenen Verteidigung. Auf unsere Piratenrepublik, Männer. Wir sind wohlhabend und frei und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreibern. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Wahr. Doch mangelt es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camry, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Kleine Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Na, da sind wir mal gespannt, was wir heute kriegen. Wir sollen jetzt die El Arca del Maestro aufspüren. Na dann. Dann hüpfen wir mal zu unserem Schiff zurück. Deine Jackdaw segelt sich gut. Hast sie den Spanien stibitzt, nicht wahr? Ei. Inmitten eines Hurrikans. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Tausendmal mehr. Ich schätze, realen Wert von Millionen von Pfund ging an diesem Tag runter. Der Teufel liebt den Hurrikan. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Und das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na, welch sanftmütige Töne für einen Piraten. Und komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär. Und anderen, die sich uns in den Weg stellen. So, wir sind jetzt wieder in Richtung Sperrgebiet unterwegs. Und wir sollen, wie gesagt, immer noch ein Schiff aufschwenden. Die Frage ist, wie kriegen wir... Ja gut, theoretisch können wir es ja mit Mörser. Wenn wir, ja, je nachdem, was wir machen müssen. Johnny, willst du ein Schiff versinken? Wenn es richtig auf... Jetzt ganz vorsichtig. Man weiß nie, was man darin finden wird. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd, Ladies. Ich mach das. Das ist ein Schiff. Dunkler Himmel und raue See. Kann ich sagen, nein, das ist sie nicht. War sie wohl nicht. Jetzt wollen wir noch ein... ich würde sagen, da vorne, oder? Das Schiff ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Hey. Und Aug in Aug halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Wir schlagen zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit vermutlich. Nein, dazu könnte es kommen. Ich muss gerade noch ein bisschen... Ich mache bewusst mal ein bisschen... Segelreffen, ja. Raus aus der Bö! Komm, Segelbergen! Auf jeden Fall sollen wir sie erstmal verfolgen. Das ist immer ganz gut. Oh.
mehr Schiffe. Wir müssen nur schauen, dass wir halbwegs durchkommen. Durchkommen, nicht durchkommen. Oh, das ist bitter. Ich kann mal gucken, dass ich hier ein bisschen rauskomme. Viel die Karte benutzen. Viel die Karte. Das war natürlich total toll, wenn du jetzt natürlich auf mich zukommst, mein Freund. Es ist natürlich immer gut, wenn sie jetzt. Wenn jetzt dieses. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Und jetzt. Alle Segel setzen! Ja, das ist das Problem, wenn er genau dieses Feindesgebiet durch muss. Eigentlich will ich mit der weniger komplett mal raus aus der Nummer von dem Schiff dort. Nee, nicht Schiff raus. Warte mal, dann lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe gerade. Scheiße. Wir haben den Captain gehört. Los! Die darf uns auf keinen Fall rammen, Captain. Die sind nicht allein, Sir. Die Top- und Bramsegel! Ab in die Wanden und heiß drauf! Achtung, einschlag! Jeden Zoll Segel! Geil, dass sie jetzt komplett auf der Nummer sind. Die würde sowas von gnadenlos versenken. Das sieht sich jetzt gerade komplett aus der Nummer mal raus. Das ist immer gut, wenn sie uns erwischt sieht. Das ist irgendwie ein zufälliges Ereignis. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich halte jetzt gerade noch ein bisschen Abstand, damit die uns jetzt ein bisschen. Damit die uns jetzt gerade. Nehmt Druck vom Baum! Alle Segel raffen! Alle Segel bergen, habt ihr nicht gehört? Ich kann die jetzt ein bisschen beobachten und nehme mal gerade ein bisschen Luft aus der hier. Bei dem gelben Punkt dort. Gib mir etwas Fahrt! Ja, halt. Halbes Segel! So, alle Segel, wir bewegen uns! Alter Freund von dir? Die greifen mich voll an. Freund, ne? Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor dir. Die haben doch gar keine Chance. Mörser Zielgebiet. Wenn sie der Mörserbeschuss bestehen, zeigt ein Kreis auf dem Wasser Zielgebiet. Ein gelber Kreis waren vermutlich Treffern, weil dieses Gebiet ist. Sobald der Kreis rot wird, nehmen sie Schaden. Mörser Kenway! Alle Segel, sie verträgt das! Ich will doch nur gerade mal raus aus der Nummer. Boah, was wollt ihr eigentlich von mir gerade? Das ist gut für uns. Gefechtsrollen! Wir müssen uns.
kümmern! Vergesst die Kanone! Gewollt! Nein! Ja! Feuer! Wir wurden in Brand gesteckt! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Feuer! Versenkt! Feuer! Gegner feuert! Daneben! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Auf den Grund! Feuer! Feuer! Gegner, er hat uns voll erwischt! Feuer! 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 Sie präsentieren sich uns! Lasst sie Feuer! Damit auf den Grund! Feuer! Oh, das war jetzt keine Absicht. Mist! Der Winkel stimmt noch nicht! Feuer! Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Gebt den Befehl, Sir! Da, Captain! Da sind sie am Empfinden! Feuer! Auf den Grund! Oh, tschüss! Tut mir leid. Haben wir sie auch weg. Wir segeln zu dieser Insel. Ich kenne sie. Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse. Julien Ducasse, der Templer? Der Name stimmt. Wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. So, weitere Mission beendet. Was? Ich dachte, wir hatten die... Egal. Wie auch immer... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Teil.